Hallo und willkommen zurück hier bei Subnautica mit einem weiteren Guide auf meinem Kanal. Heute zur Schubkanone hier im Spiel, die wir tatsächlich benötigen, um auch später die Aurora zu erkunden. Und von daher werden wir uns heute auf die Suche nach den Fragmenten machen. Los geht's hier am Nullpunkt an dieser riesen Koralle, die ich euch hier zeige. Und von hier wollen wir uns im Grunde auch passend zur Aurora begeben. Und zwar ja einfach vor die Aurora hier an ihre linke Seite, sage ich mal. Ich bin jetzt hier auf grob Kurs Südost-Ost unterwegs. Und da wir uns der Aurora nähern wollen, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, einen Strahlenschutzanzug anzuhaben, damit wir hier nicht in Probleme kommen. So, und jetzt nähern wir uns hier einfach diesem etwas kargen Gebiet vor und um die Aurora herum. Passt ein bisschen auf, dass ihr nicht zu weit hinter die Aurora kommt, denn da könnt ihr tatsächlich relativ schnell Probleme mit einem bekannten Ungeheuer bekommen. Und hier können wir schon langsam anfangen, in die Kisten hier zu blicken, die hier liegen. Denn hier erwarte ich tatsächlich schon die Fragmente der Schubkanone. Und jetzt seht ihr, es ändert sich hier auch so ein bisschen vom Licht her. Wir sind jetzt direkt hier an der Seite der Aurora und ja, gucken uns jetzt hier einfach ein bisschen um. Wie gesagt, auch hier liegen vereinzelt Kisten rum und genau diese Kisten suchen wir. Da seht ihr schon eine und da seht ihr auch schon die Schubkanone. Deswegen steige ich mal aus und versuche hier mal gleich den ersten Scan vorzunehmen. Wir brauchen tatsächlich auch nur zwei Scans der Schubkanone, das heißt, man hat die relativ schnell beisammen. Aha, da ist schon mein zweiter und damit habe ich sie schon. So schnell kann das gehen, also ihr werdet hier relativ zügig fündig im Normalfall. Guckt euch einfach hier linke Hand der Aurora ein bisschen um und ihr werdet hier Kisten finden und dann auch im Normalfall hier relativ zügig eure Schubkanone beisammen haben. Wenn euch der Guide geholfen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns hier mit noch mehr Guides zusammen, Nautica. Bis dahin und tschüss.